Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens, ein Tagesorakel am 11. Februar 2018. Das Spiel des Lebens lernt uns, dass wir nicht immer alles zu ernst nehmen, sondern manche Situationen sollen wir spielerisch betrachten oder mit Humor nehmen, weil das schenkt uns Leichtigkeit. Und mit dieser Leichtigkeit verspielen wir nicht unserem Leben. Das ist ein Tagesorakel, eine Frage-Antwort-Orakel, was den Alltag betrifft. Wichtig ist, dass ihr eine Karte auswählt, intuitiv, aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Sehr interessante Karte. Es ist hier die Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv, ist mit Begeisterung, mit Leidenschaft dabei. Die Möglichkeiten und Chancen liegen dort, wo hell ist, wo das Fenster ist. Diese Dame schaut aber weg, sieht nicht die Möglichkeiten und Chancen, obwohl möchte sie aktiv sein oder ist von etwas begeistert. Was ist die Problematik? Sie hält etwas fest und schaut weg. Es kann eure Haltung bedeuten, dass ihr momentan die Möglichkeiten, Chancen nicht sieht, weil ihr etwas festhält. Entweder die Ängste oder Zweifel oder ein Arbeitsplatz wird festgehalten und dabei verpasst ihr die Chancen, Möglichkeiten. Kann auch die Liebe bedeuten, dass ihr verheiratet seid oder noch in einer Beziehung steckt oder habt ihr zu viel Ängste und das hält ihr fest und macht euch unbeweglich. Diese Karte kann auch bedeuten, dass es gar nicht euch selbst betrifft, sondern ihr habt einen Partner oder Wunschpartner und er hält noch etwas fest und macht ihn unbeweglich, obwohl wäre er begeistert, wäre mit Herz dabei. Und das ist dieses Festhalten, dabei geht man in Chancen vorbei. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte bedeutet ein Treffen, eine Verabredung, ein Vertrag, ein Termin. Und das ist schon die Leidenschaft dabei, die Begeisterung, die Leidenschaft dabei bei diesem Treffen, was gerade kommt. Aber wichtig ist hier in dieser Karte nicht nur diese Leidenschaft, diese Begeisterung leiten lassen, sondern hier erscheint die Luftelement, also wir brauchen einen gewissen Freiraum, wir brauchen Luft oder Leichtigkeit oder klaren Verstand und so die Entscheidungen treffen. Hier in dieser Karte sollen wir das im Gleichgewicht bringen, die Begeisterung, die Leidenschaft und auch die klare Verstand, dass das alles verschmelzt, das Denken und Fühlen. Und dazu kommt die Luftelement, ein gewisser Freiraum, klares Denken. Und so könnt ihr dann die richtige Entscheidung treffen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was erzählt die Orakel. In dieser Karte erscheint wieder die Feuerelement. Feuerelement ist aktiv, ist die Leidenschaft und die Begeisterung.
Normalerweise ist auch schnell. Aber dieser Mann im Bild ist alles andere als schnell, macht vorsichtige, langsame Schritte. Entweder ist das für euch eine Botschaft, all das, was euch begeistert und ihr möchtet, aktiv zu sein, seid ihr vorsichtig und überprüft noch etwas. Schaut nach links und rechts, lauschen da noch Gefahren. Kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Partner, Wunschpartner, kommt was entgegen, aber zu langsam, weil dieser Mann ist zu vorsichtig und schaut in allen Richtungen. Kann auch bedeuten, dass nicht euch selbst trifft, sondern ihr befindet euch gerade in diesem Kontakt und so kommt etwas entgegen. Zwar die Begeisterung, aber eine ganz, ganz vorsichtige Haltung. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was erzählt dieser Orakel. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ins Licht. Hier wird etwas enthüllt. Es bedeutet nicht nur die Wahrheit, sondern bedeutet auch klare Entscheidungen. Aber die Haltung zu betrachten ist auch wichtig. Also eine Zurückhaltung ist klug gerade. Abwarten. Abwarten, was kommt. Abwarten, wo liegt die Wahrheit. Erstmal enthüllen etwas oder die Wahrheit erkennen und warten auf diesen Moment und dann handeln oder Gespräche führen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist die Heiligtum. Natürlich kann das religiös sein, dass ihr religiöse Themen habt oder ihr braucht die Stille. Bedeutet aber dieser Heiligtum auch, dass für euch etwas heilig ist. Euer Hobby ist heilig und möchtet ihr das bewahren. Oder die Liebe ist heilig und ihr möchtet das auch festhalten, bewahren auch. Oder ihr habt einen heiligen Ort, wo ihr wohlfühlt, wo ihr die Ruhe und die Wohlbefinden findet. Und es ist wichtig, das verinnerlichen und gerade das pflegen, befestigen oder diese Orte aufsuchen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist eine Reise, aber mit Hindernissen. Schon die Bewegung, aber ist wichtig zum Erkennen, was hindert da. Es kann tatsächlich um eine Reise handeln. Kann auch bedeuten, diese Reise, dass ihr etwas in Bewegung setzt, eine Veränderung, ein Umzug, eine berufliche Veränderung oder ihr möchtet in die Partnerschaft etwas verändern und hier stoßt ihr um die Grenzen. Also das sind die Hindernisse. Und mit diesen Hindernissen sollt ihr auch bewusst sein, diese Hindernisse überwinden, damit die Reise weitergeht. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Es ist eine sehr schöne Karte. Die Kelchen zeigen Gefühle. Natürlich ist in erster Linie die Liebe Partnerschaft. Aber die Berufung kann auch mit Gefühlen zu tun haben, die Begeisterung, die Liebe zu dieser Berufung oder Hobby. Das ist die vollkommene Harmonie, die Befriedigung. Erscheint auch die Zahl 4 und die Zahl 4 zeigt Struktur, Stabilität. Es ist alles auf dem stabilen Boden, die Beziehung oder die Berufung. Also eine sehr schöne, stabile Karte mit viel Gefühl. Und auch wichtig zum Erkennen, dass hier beide Seiten zufrieden ist. In die Liebe Partnerschaft, beide sind in Harmonie und sind glücklich und zufrieden. Im Beruflichen auch die Arbeitgeber, Arbeitnehmer, beide sind mit Zufriedenheit. Und schauen wir die nächste Karte an. Diese Karte erzählt etwas anderes für die Damen und etwas anderes für die Herren. Für die Damen bedeutet diese Karte, wie das Bild auch zeigt, mal stehen bleiben. Etwas
bereinigen oder vertrauen. Vertrauen an Fluss des Lebens. Hier erscheint das Fluss, also die Wasserelement. Das ist ein Reinigungsprozess, aber auch die innere Ruhe, dieses Gefühl zu haben und auch diese Vertrauen. Aber unten erscheinen die Stäbe und das hat mit Feuerelement was zu tun, auch diese Schnelligkeit, dass ganz schnell etwas in Bewegung kommt, das ist alles schon unterwegs. Und wenn man genau schaut, im Hintergrund ist dieser Herr schon sichtbar. Also es ist sichtbar, dass in den kommenden Tagen etwas kommt. Für die Herren bedeutet das die Bewegung. Sie sollen nicht stehen bleiben und warten, sondern für die Herren bedeutet diese Karte etwas schnell in die Tagen schon in Bewegung setzen. Entweder auf diese Dame zugehen, Gefühlen zeigen, Bestätigungen geben oder wenn das um die beruflichen Situationen handelt, dann schnell handeln. Für die Herren wäre ein Fehler stehen bleiben, sie sollen aktiv sein und zwar schnell. Bei den Damen soll genau umgekehrt sein, sie sollen warten, weil es ist schon etwas unterwegs. Das war dieser Orakel, aber ich möchte noch etwas sagen für diesen Tag und das sind die astrologischen Informationen. Was könnte ich sagen, noch zusätzlich sagen für diesen 11. Februar? Eine Veränderung, die Ideen umsetzen in Realität und einen Neuanfang zu starten, dieser Mut, diese Kraft zu haben, ist heute sehr gut. Wo Einschränkungen gibt, das sind die Auslandskontakte, da ist eine Reise und die Gerechtigkeit. Es kann passieren, dass wir Themen haben in einer rechtlichen Lage, im Gericht oder in einem Prozess. Kann auch bedeuten, dass wir etwas starten, etwas Neues beginnen, aber wir haben das Gefühl, dass Einflüsse kommen von außen und das ist die Ungerechtigkeit. Also Thema Gericht, Gerechtigkeit, besser gesagt Ungerechtigkeit, kann uns zurzeit treffen. Wo noch Themen und Probleme gibt, das sind Gruppen. Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Sportverein oder ein Gesangverein oder eine Partei. Da sind sehr viel Stress, einiges muss geklärt werden und da stehen diese Gruppen in einer Herausforderung. In die Arbeit haben wir Kraft, auch Mut, etwas verbessern, auch Mut, etwas Neues zum Anfangen und gerade weil hier um die Ideen handelt und Neuanfang, viele Menschen sind in Überlegung, dass sie die Selbstständigkeit starten und das ist gerade diese Zeitqualität. Die Möglichkeiten sind da, auch die Kraft und die Mut ist da, aber die Recht und Ungerechtigkeit, das kann die Hindernis sein und alles, was mit Reisen, mit Ausland, mit Auslandskontakte zu tun hat, kann auch eine Einschränkung sein. Und das war dieser Tagesorakel. Wenn ihr noch Fragen habt oder möchtet ihr etwas noch klären, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren. Dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Situation, stellt eure Fragen und ich beantworte diese E-Mail auch ganz schnell. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, Blitzberatung, pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.